Ja, damit ein freundliches Hallo zum heutigen Livestream. Wieder ein spontaner VR-Stream mit Sunny. Hallo. Möchtest du mit mir reden? Hi. Ja, haben gestern ja schon angekündigt, dass wir auch After the Fall mal zusammen suchten wollen. Hier haben wir wenigstens beide eine gute Steuerung. Yay. Hast du die Hauptmission schon angenommen von der Luna hier? Angenommen habe ich, ich kann sie aber nicht spielen, weil du der Host bist. Du bist der Horst, du musst sie annehmen. Also du musst sie starten. Der Horst, nicht der Horst. Beides, du bist beides. Das ist die Taste, okay. Ich habe das irgendwie so lange nicht gespielt. Ja, ein bisschen ungewohnt. Ich wollte auch mal mit der hinteren Taste alles aufheben. Ja, aber die andere Steuerung ist halt noch beschissener. Wir haben zwei KIs bei uns. Die rasieren entweder komplett oder sind absoluter Bullshit. Okay. So ist die KI von diesem Spiel, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Dann let's go. Du willst immer Disken mitnehmen, wenn du sie findest. Okay. So alte Computerdisken. Also die Disketten. Wir schießen jetzt auf Matschbirnen und wir lassen die KI einfach alles machen. Da war kacken die KI. Geil. Wie gesagt, entweder rasieren die komplett oder sie scheißen rein. Es gibt übrigens auch hier auch Special Zombies, ne? Wie bei. Ja, den habe ich im Tutorial gesehen. Den habe ich im Tutorial gesehen, den Dude. Es gibt nicht nur einen. Ja, ich weiß, ist mir klar, dass es mehrere gibt. So, bei mir steht Warten auf Spieler. Bei mir steht Laden. Ich habe noch ein Ladebildschirm vor mir. Ich warte jetzt auf dich. Mensch, mach doch mal schneller. Mensch, Shining. Was kannst du eigentlich? Sagt der, in den ich letztes Mal, beziehungsweise gestern, richtig oft reviven musste. Ich habe übrigens hier keinen Stream bisher hochgeladen zu dem Spiel. Eventuell mache ich das bei diesem hier. Weil damals. Platz 913 Skid Row. So, Standardwaffe. So. Ich hätte gern einen Juice Booster. Diese Spritze wird dich über deine Lieblinge sofort heilen. Du kannst so Items in deiner Hand hier verstauen. Guck, so wie ich es jetzt hier mache. Schau es dir an. Ich halte es in der Hand. Und dann tue ich es hier rein. Von innen in die Handfläche. Also ganz hinten rein und dann kannst du es da immer rausziehen. Täusche ich mich oder steht hier nur eine KI? Wie kann ich mich ducken? Geht das auch irgendwie? Ich meine nicht, bei dem Spiel ist das gar nicht nötig, weil es keine schießenden Gegner gibt. Toll, ich habe gerade meine Robombe auf den Boden fallen lassen. Ich kann die Daumen hoch wieder zeigen. Kann ich auch? Ja. Die verstaue ich mal. Ey, das war meine. Na gut, hier bitte, nimm sie. Bei dem linken musst du Viereck drücken, beim rechten musst du Dreieck drücken. Du kannst in jeder Hand eins verstauen. Ja, ich weiß, deswegen bin ich gerade am Versuchen, das. Danke für deine Waffe. Das ist jetzt meine. Nee. Her damit. Ich kann sie nie ablegen. Ich kann sie echt nicht ablegen. Warum wirfst du auch deine Waffe weg? Das war keine Absicht. Na egal, ich krieg die schon wieder. Kriege ich die wieder? Ich
ich würde sie ja gerne geben, aber ich kann sie nicht fallen lassen. Deswegen habe ich ja auch vor dem Spiel gesagt, dass du nicht zu viele Waffen einstecken sollst. Ah, okay. Ich würde dir raten, wirklich immer nur so zwei Waffen mitzunehmen. Weil die kannst du nicht wegwerfen. Und wenn, weiß ich nicht wie. Aber im Level müssten eigentlich Waffen liegen. Okay, dann gucke ich mal, ob ich da was finde. Du kannst die zur Not auch boxen. Siehst du? Die Truhe habe ich auch aufgeboxt. Es ist Zeit, die Matschbirnen niederzuschießen. Nachdem ich Munition getankt habe. Mit dem Boxen, das klappt nicht so wirklich. Ja, ich bin halt auch komplett aus dieser Steuerung raus, ne? Ich glaube, das hat funktioniert. Ich weiß zwar nicht wie. Ah. So funktioniert die Rohrbombe. Okay. Schön, dass du es rausgefunden hast. Ja, ich habe gerade geworfen, da hat sie nichts gebracht. Ich fühle mich so nackt ohne eine Waffe. Wenigstens hast du nicht zwei. Ey, das ist auch noch besser wie gar keine. Das war ja auch so gemeint. Diese komischen Pflänzchen da willst du immer kaputt machen. Ich muss mich da gerade auf dich verlassen, ich kann nichts machen. Du machst das. Was soll ich denn machen? Ja, ich mit ohne Munition kann auch nichts machen. Das sind so gesehen Bomben. Ich guck mal, ob ich irgendwo eine Waffe finde. Der ohne ist schon hart scheiße. Ja, warum wirfst du deine Waffe auch weg und dann erklär mir mal, wie du es gemacht hast. Ich habe keine Ahnung. Ne, hier ist nur Munition drin. Weil du hast nirgendwo eine Steuerungserklärung. Ja. Boah, ihr seht wunderschön aus teilweise, ne? Klappt auf, ich hab Fans! Der schwebt hier immer noch. Es ist übrigens interessant, dass wir nur eine KI bei uns haben und nicht zwei. Ja, die da muss man wegschießen. Muss auf diese leuchtenden Stellen schießen. Wenn ich schießen könnte? Hier liegen, glaube ich, irgendwo Waffen. Wenn ich noch richtig in Erinnerung habe. Da musst du dich gerade mal um die Gegner kümmern. Scheint mir der Revolver hält. Ich feuer dich an! Du schaffst das schon! Nicht ohne Munition! Kann ich dir was von meiner abgeben? Nö.
Auch in Ordnung. Wie lässt man den Waffen fallen? Wie hast du das denn überhaupt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, weil ich gleichzeitig die Rohrbombe und das andere Ding in der Hand hatte. Warte mal, vielleicht kann ich ja so eine Waffe fallen lassen. Munition, keine Waffe. Ich hätte mir noch... Muss ich ein bisschen umschauen. Bin dabei. So, ich habe jetzt zwei Juice Booster. Ich meine, hier auch irgendwo liegt eine Diskette. Matschbirne! Das pisst dich. Ein paar sind tot. Ah, hier oben sind auch Matschbirnen. Ja, das hätte ich dir auch gleich sagen können. Ah, hier hat einer Rohrbomben. Warte mal, ich versuche das. Nee, keine Ahnung, wie du gerade eben es geschafft hast, was wegzuwerfen. Das musst du mir echt erklären. Meinst du, ich weiß das? Weil ich weiß, dass ich letztes Mal 3 Stunden damit verbracht habe, rauszufinden, wie man irgendwie was wegwirft. Einfach weil man null die Steuerung erklärt bekommt. Na. Ich bin am Überlegen, mal eben zu googeln. Ja, mach das mal. Bleib hier unten stehen und google mal eben. Muss mein Handy. Da ist mein Handy. Ich versuch mal, vielleicht. Wenigstens hat man eine Taschenlampe. Wenn du so Eisleichen hingehst, die haben meistens was bei sich. Mhm. Oh, hier ist ein Juice Booster. Ein genutzter Booster. Mhm. Ach, der ist voll. Ich will draufhalten und irgendeine bestimmte Taste drücken. Ah! Hm? Ich hab's rausgefunden. Wie? Ich probiere gerade nur, ob es auf der anderen Hand genauso ist. Du musst die Nachladetaste gedrückt halten. Ah, okay. Also bei der im rechten zum Beispiel musst du Viereck gedrückt halten, bis da so ein grüner Kreis voll ist, dann lässt du sie los und dann lässt du die fallen. Boah, ey. Da kommst du ja auch drauf. Ich weiß, warum mich das letztes Mal aufgeregt hat. Ja, und wenn du jetzt mit der einen, womit du nachlädst, gedrückt hältst, dann lässt du die Waffe fallen. Ah, okay. Ey, da kommst du aber auch nicht sofort drauf. Ja. Wer denkt sich das aus? Hallo? Ist hier jemand im Bad? Hallo? Darf ich wen beim Kacken stören? Mein linker Kopfhörer fällt die ganze Zeit raus. Moin! Ich hab da, glaube ich, wen aggressiv gemacht. Ja?
Ich habe keinen Mund mehr. Das ist schlecht. Jetzt habe ich wieder Mund. Ich habe noch 3 Schuss. Warte, von Zombieland gelernt. Doppelt hält besser. Oh, ich wollte ihm die Waffe über den Schädel ziehen. Übrigens, du kannst es auch dumm machen und einfach die ganze Zeit immer nachladen machen und so eine Patrone nach der anderen rausfliegen lassen. Ja, das ist Schwachsinn hier. Nee, den Teil finde ich lustig, guck. Zack, 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 leer. Ne? Der ist arm ab. Nicht arm dran, der ist arm ab. Du machst das. Ich muss gerade nachladen. Den Kopf weg. Doppelt hält besser. Ich finde das auch noch so schön, dass die das Nachladen manchmal einfach singen. Einfach so, Reloading. Als wären sie in der Oper. Ja, solche Eisleichen, die haben manchmal was bei sich. Blaue Munition. Muni. Brauchen wir ja für die Pistols. Wo lang geht's? Ja, immer ein bisschen umschauen, ob irgendwo was rumliegt. Diese Disketten, die liegen echt doof. Auch Schlüssel. Und tatsächlich ist deine Knarre deine einzige Lampe. Die kannst du aufschlagen oder aufschießen und da ist immer Munition drin. Ey. War ich nicht. Wollen wir rüber oder wollen wir uns noch hier umschauen? Ja, eigentlich wollen wir da rüber, aber da drüben ist eine Armada. Das heißt erstmal umgucken und vielleicht noch irgendwas finden. Nee, ich hab schon alles abgesucht. Okay. Hab den Eingang gesichert. Lauf mir nicht vor die Hüse, ich muss ziehen. Ja, danke, dass du es immer besingst. Das ist sehr nett von dir. Ist da, ob da unten irgendwas ist? Was ist denn, wenn ich da runterspringe? Kannst du gar nicht. Du kannst nur geradeaus laufen. Vergessen? Oh, hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, aber hier ist ja nichts. Deswegen dachte ich, ich könnte hier vielleicht runter. Nee. No money. Versuch mal zu snippen in diesem Spiel. Oh, hast du Waffen bei dir? Du hast eine Waffe bei dir. Und das ist eine fette Waffe. Was für eine Waffe? Die hier. Eine Arizona. Sehen wir dir gerade mit Leben aus? Jetzt weißt du es. Du siehst doch mein Leben über mir. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Danke für die Rohrbombe. Da ist nichts drin, na klasse. Doch, ich habe eine Rohrbombe. Nee, in der Schublade war nichts drin. Ja, da war eine Rohrbombe. Ach so. Ich sehe was Lustiges. Oh, was ist denn mit euch, Jungs? Ja, ich warte, dass sie ihre Hülse wieder... Warte, geh nochmal an die Wand. Hi. Hab ihn. Ja, das sieht ja wunderbar lecker aus. Hallo, gehst du noch hoch? Was geht hoch? Ich habe meine Bombe gefragt, ob sie noch hochgehen will. Ach so, hast du die auch aktiviert? Ja. Die Rohrbombe?
Machst ja mit der Schutztaste. Hi! Kennen wir uns schon? Scheinbar nicht. Nö. Jen, was machst du denn hier in dem Eck? Das waren übrigens die, die dich gerade wollten. Hm. Ja, die sind jetzt nicht mehr da. Da vorne sind ein paar Schneeleichen. Der hat eine Waffe, der hat eine Waffe. Der hat Rohrbomben. Der hat eine stinknormale Knarre. Aber die nehme ich. Okay, man kann nur eine Rohrbombe mitnehmen, schade. Weg! Was ist los? Ich habe eine Bombe geworfen. Ach so, ich bin hier unten übrigens. Ich bin aus Versehen runtergefallen. Wie hast du denn das geschafft? Ich bin hier runtergelaufen und dann kannst du nicht mehr hoch. Oh. Läuft doch super hier. Warte. Da hab, für dich habe ich eine Überraschung. Na komm. Nein, nicht die Waffe. Das wollte ich haben. Soll ich auch? Scheiße, verfehlt. Warte, ja. Ich zeige dir, wie das geht. Zu weit geworfen. Siehst du, so geht das. Ha. Ich höre doch noch welche. Da sind doch noch ein paar Matschbirnen. Ja, da. Die kommen von da oben. Oh, da ist ein großer. Du willst mich nicht. Ich hab den High Ground. Ihr gönnt mir nix. Hallo? Und mal direkt wieder nach unten mit euch. Hilfe! Ich liege, ne? Weißt du, ich habe die ganze Vorarbeit gemacht. Sie hat sich fürs Gute geopfert. Ich habe gerade ein ganzes Magazin auf den Wichser geballert. Weg da! Ah! Ist er tot? Er ist tot. Oder? Nein, ist er nicht! Oh oh. Hilfe! Ich tue mein Möglichstes. Oh. Jaganus hat mich erledigt. Oh! Du hattest gerade sehr komische Verrenkungen. Müsstest du lieber nicht mich heilen, Jen? Oder ihn, der es dringender nötig hat als du? Alles kann gut. Ich kann dich eigentlich... Achso, du hattest noch eins bei dir. Ich hatte noch eine Spritze bei mir, ja. Ja, ich gehe nie ohne Spritzen aus Haus. So, ich gehe mit vollem Schussinventar. Einen Moment, bevor wir weitergehen. Ich griff gerade gucken, weil hier kommt ja jetzt nichts mehr. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas ist. Ich habe mein Holz da eben kurz angepasst. Ah, viel angenehmer. Hallo. Hi. Hast du auch so eine krasse Knarre wie ich hier? So eine? Hm? Hm? Ja? Ja? Hm? Guck sie dir an. Oh, guck mal,
Die ist doch sexy. Das ist ein sexy Zombie. Die hat sich extra für uns rausgeputzt und du schießt sie nieder. Ja. Aber die Pistole gefällt mir im Gegensatz zu der Dienstpistole. Die hat wenigstens ordentlich Wumms. Ja. Die kam plötzlich von hinten. Die haut die auch um, wenn ich nicht den Kopf treffe. Der hat ein Bein verloren. Achso, das machen wir jetzt Schwachsinn eigentlich. Hast du schon mal das nächste Gebiet geöffnet? Was bringen eigentlich diese orangenen Punkte? Die kannst du bei den Automaten ausgeben. Ah, das ist das Geld, okay. Okay, nach unten geht's hier nicht. Warte, mein Gesicht muss analysiert werden. Nur ich habe Zugang. Im Übrigen, Disketten würdest du bei den Maschinen reinstecken, hier vorne, wenn du welche mal findest. Ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Oh, gerade ein Magazin aus Versehen rausgetan, das war keine Absicht. Ja, ich verschwinde die auch immer aus Versehen. Maschinen sind anscheinend aus, so wie das aussieht. Ja. So. Soll ich dir sagen, wieso? Wieso? Weil die vierte Person fehlt. Ah. Ich sagte doch, es ist von Anfang an verdächtig, dass die vierte Person fehlt. Wir können nicht weitermachen. Oh, wow. So, Bots kommt rein. Guck, diesmal geht die Tür auch zu. Ah. Das war halt wirklich der Fehler, dass der eine Bot gefehlt hat. Hier, brauchst du noch eine Rohrbombe? Ich hab dich gerade mit dem Juice Booster geheilt. Ah. Danke. Brauchst du eine Rohrbombe? Ich hab eine. Liegt auf dem Tisch. Hab schon eine. So, von mir aus können wir. Ich nehme die Rohrbombe mit und schmeiß die in die erste Gegnerhorde. Du kannst auch den Knopf drücken. Klingt nach dem Plan. Abfahrt. Hier lohnt sich übrigens die Räume zu erkunden. Warte, geh nicht da vorne hin. Ich meine genau im Raum links von uns jetzt. So, das hat sie aufgeschreckt. Nein, nicht wirklich. Ich töte ihre Geschwister und sie reagieren nicht. Die sind nicht nur hörtot, die sind auch noch taub. Macht das! Ich glaube an euch. Krabum! Oh! Hä, was? Oh, eine Diskette. Oh, ich konnte die jetzt gar nicht mitnehmen. Ja, ich hab sie. Hey! Dafür gebe ich auch gern die Rohrbombe auf. Eine gratis Heilung. Und was ist in der Kiste? Ein bisschen Munition. Wer will denn hier? Jimmy will denn hier? Da ist Chainsaw Man! Und wir sitzen hier gerade so ziemlich in der Falle. Oh, ich hab... Hab ihn! Ich hab Jimmy gerettet. Ich hab den Juggernuss LMG erledigt. Darf ich mir das LMG mitnehmen? Was für ein Ding? Das LMG, das der hatte. Ach so, das soll ich mitnehmen. Das habe ich gar nicht gesehen.
Ich habe eine Kettensäge gesehen. Nee, der hat einen LMG bei sich. Hast du noch irgendwas gefunden? Ja, sogar was sehr, sehr Wichtiges. Jetzt habe ich aber nur eine Hand frei. Wir müssen die verschlossene Tür finden. Ich habe die Schlüsselkarte. Okay. Wenn du einen Platz frei hast, kannst du sie auch nehmen. Ja, habe ich tatsächlich. Komm mal zu mir. Leg mir die mal auf irgendeinen Tisch am besten. Leg mir die mal auf den Tisch da drüben. Steck die mal ein. Hab sie. Die brauchen wir noch. Es gibt irgendwo in diesem Gebäude jetzt einen Raum, wo du die verwerten kannst. Die müssen wir aber suchen, weil der random ist. Achtung, die kommen auch aus der Decke. What the fuck? Da krabbelt einer an der Decke lang. Ich kann nicht schießen, wenn ihr alle im Weg steht. Hallo. Oh, ich wollte nicht die Kiste aufheben, ich wollte den Zombie treffen. Matschbirne. Über uns! Ich helfe dir, sobald ich nachgeladen habe. Ja, ich muss auch nachladen. Hier liegen ja ein paar Tote. Hallo, ich würde gerne nachladen. Danke. Na, macht dir das Spiel Spaß? Jo. Hi, Iris. Was? Hi, was? Ich sehe meinen Chat auch direkt vor der Nase. Ach so. Wo sind die Matschbirnen? Wo verstecken die sich? Ich glaube, wir haben oben alles erkundet, ja, und oder? Ja, unten wahrscheinlich der Schlüsselraum. Ja. Wollt ihr mir mal hinterherkommen? Oder muss ich hier alles einstecken? Okay, rechts ist die Armada. Links ist auch ein bisschen was. Oh, ich habe keine Munition drin. Ups. Auf was gehen wir zuerst? Links oder rechts? Ich erschieße die gerade Gangster-like. Das ist ein Zombie-Horden-Spiel, wo wir durch ein Level laufen müssen und uns durch die Zombie-Massen kämpfen. Und natürlich ist es ein VR-Spiel. Gangkrabbler! Der hat seinen Job verfehlt. Da musst du die Schlüsselkarte reinziehen. Da musst du sie durchziehen. Ah. Dann gib mir gerade mal Deckung, da kommen welche von der Decke da oben. Ja, yeah, sagt sie, soll er nicht ohne Munition. Das Spiel ist übrigens sehr hektisch. So, und deswegen will man es mitnehmen. Munition. Sprengköpfe. Ich will auch einen Revolver. Oh. Die Sprengköpfe. Gib mir die Spreng. So, die kann weg. Und eine Rohrbombe nehme ich mit. Ja, alles ist besser als die Dienstpistole. Ja. Hier ist nichts drin. Hast du hier schon gelootet? Ja, nee. Ja, ist halt wirklich interessant immer anzuschauen. Ein bisschen doof zu steuern, wenn man die ganze Zeit das Ding in der Hand halten muss. So, jetzt habe ich noch eine Rohrbombe dabei. Ich habe sie aus Versehen aktiviert. Was hast du aktiviert? Ich habe sie in meinem Gesicht gezündet. Wie schießt denn der Schuss? Ah, relativ gerade. Ah, ich kann das Magazin erst wechseln, wenn es leer ist. Oder auch nicht. Wie mache ich das jetzt? Da unten liegt die Dienstpistole. Hier ist noch grüne Munition.
Ich weiß nicht, wie man den Revolver nachlädt. Oh, hier ist noch mehr Sprengstoff. Das klingt doch wunderbar. Da war noch was? Ja. Da oben, da sind dann der Spüle. Sind sie jetzt? Ja, ich versuche gerade rauszufinden, wie man den Revolver nachlädt. Ah, ich weiß wie. In welche Richtung muss ich ziehen? Du musst den einmal aufmachen und dann musst du. Ach so, wieder reinschlagen. Genau. So. Dann einmal nach unten, dass die alten Kugeln rausfallen. Ich habe jetzt auch einiges an Munition verschwendet dafür, um das rauszufinden. So, wer will eine Granate in der Fresse haben? Ich habe Jen mal eben kurz geheilt. Jo. Der Revolver ist sehr genau, habe ich rausgefunden. Ja. Für die zuschauen, ich bekomme euch nur mit, wenn ihr was schreibt. Hier liegt eine Diskette. Oh, was? Wo? Ich will sie haben. Wo bist du? Da, wo die Horde ist! Der Schweinkopf ist spaßig. Ah, hier. Ja, die immer mitnehmen. Die sind wichtig. Warum nimmt man die Diskette in der Hand, wenn ich den Sprengkopf in die Hand nehme? Jetzt. Halleluja, wer hat versucht mich zu sprengen? Sunny? Ja. Ah, ne, die Arizona lasse ich hier. Ich habe ja eine. Ich nehme sie mit und schieße sie leer. Guck mal, hier ist noch ein Sprengkopf. Und noch irgendwas. Ah, ein Sprengkopf und eine Rohrbombe. Willst du auch mal Spaß haben? Wirf sie und ich werf sie dir zurück. Es ist ein Versprechen. Haben wir ja alles? Ja, eigentlich haben wir ja alles. Können weiter. Ich guck mich mal ein bisschen um. Denkst du, ich kann die Map auswendig? Ich hab die auch noch nicht so oft gespielt. Ah. Ah, der nächste Safe-Raum. Jo. So, Diskette nehmen und rein damit. Na, was kriegen wir denn davon? Das kriegst du erst, wenn du abgeschlossen hast. Oh. So, die eine Arizona lasse ich da liegen. Hast du deine auch reingetan? Ja. So, eine Heilung gönnen wir uns. Bei mir hängt gerade das Bild. Und dann lade ich mein Gerät hier auf. Ich warte ab, was du mir hier alles schenken willst. Du sagst, wenn du bereit bist. Die brauche ich nicht. Ja, Hauptsache, du nimmst keine Dienstpistole mit.
Ne, die liegt da. Dienstpistolen sind die schlechtesten von allen. So, wir können. Jo. Hier für euch. Oh, der Roboter ist geil. Kann ich bisher noch nicht so behaupten. Ah, okay, da steht auch gut weg. Ja, eben genau wie die Arizona. Die macht ja auch, dass die auseinanderfliegen. Hier haben wir so einen Kranjob. Und siehst du die rot leuchtenden Dinger? Die müssen wir gleich noch wegschießen. Mann, jetzt geh doch kaputt. Ja, dreh du dir mal einen ab. Ich würde so lange Zielschießen gleich machen. Kran ist aktiv, glaube ich. Ja, er bewegt sich. Einfach instant nach unten. Wir sind knapp vorm Boss, ne? Oh, hey, da kommt da wieder ist wieder der LMG-Fatzke. Dude. Das ist ein LMG. Ich habe gerade motorische Probleme. Ich bin nicht intelligent genug nachzuladen. Das ist dein Problem. Ich weiß, dass die Dinger ultra viel aushalten. Hey Mistvieh! Warte mal. Wo ist Chainsaw Man? Irgendwo da hinten in die Richtung. Da ist er. Ich hab ein hübsches Geschenk für dich. Oh, wow. Wie auch immer du den da hast, du hast kaum geworfen. Hm? Du hast das Ding kaum weit geworfen. Der war ja auch relativ nah. Ja gut, fair enough. So, wohin jetzt? Wo lang? Was müssen wir drücken? Ich würde mal sagen, das, was den Kran da umwickelt, mal wegschießen. Ah, das ist eine Idee. Ja. Mensch, Jimmy, du siehst aber nicht gut aus. Ja, ich werf gerade eine Munition nach dem anderen weg. Hier von der Seite kommen sie. Sunny, mach was! Ah! Ich muss nachladen! Nicht das sollst du tun! Jetzt sind wir wieder im Wilden Westen! Ah, Jimmy hat sich mal geheilt. Oh, hi! Scheiße! Ich würde ja, aber ich hab nix! Ich hab's versucht! Keine Sorge, die Bots, die machen das schon. Ich glaube an euch. Ja, Jimmy macht das. Nein, Jimmy wird gerade zerfetzt. Jen, du machst das. Du lässt einfach sein AT alleine. Was soll denn das? Was heißt hier? Ich lass ihn alleine. Wie auch immer ich jetzt wiederbelebt wurde. Getötet. Ich habe ihn sogar enthauptet. Das war eine knappe Kiste. Ja. Jimmy, du siehst echt nicht gut aus, Mann.
Kann ich eine Schrotflinte haben? Die hätte ich lieber wie die Chefpiste. Ja, Dito! Ich hätte auch lieber eine Schrotflinte. Das wird gerade von unten festgehalten, das Ding, ne? Ach so. So, von irgendeiner Seite wird es auch nochmal festgehalten. Ich renne hier generell nochmal rum und sammle das Geld ein. Ah, von der Seite. Hab's befreit. Jimmy, geht's dir gut? Nee, ich glaube, der ist ein bisschen sehr angeschlagen. Da kommen sie wieder. Da kommen Freunde. Das sind aber viele. Oh, warum ist das Rattending schon wieder da? Ach, komm schon. Revolver ist ein bisschen anstrengend nachzuladen, aber der ist stark. Ich finde die Arizona trotzdem besser, die ist genauer. Habe ich auch noch im Holster stecken, die Arizona. Ja, in der rechten Hand sollte man eigentlich generell durchgehend eine Waffe halten. Im Bestfall. Wart mal, wo ist Jimmy? Ich kann das nicht länger mit ansehen. Hier ist Jan. Ich habe ihn geheilt. Das kann man ihn nicht mit ansehen. Das war eins, das war zwei. Danach kommt Boss. Mensch, du schwebst ja. Besser Arm ab als Arm dran, ne? Ja. Da unten passiert gleich Hölle. Dann lade ich nochmal nach. Ich meine, hier lagen auch irgendwo Sachen mit, die man sich mitnehmen konnte. Ist aber auch das einzige Level, was ich so gesehen auswendig kenne. Ein Juice Booster und eine Rohrbombe liegen hier. Ich nehme mal beides mit. Ich hatte in beiden Ecken noch Platz. So, dann gucke ich mal, dass alle Waffen voll sind. Ja, sind soweit voll. Die Zuschauer sind auch gut bedient. Die sehen uns jetzt schreien. Schieß so viele wie möglich von hier oben tot. Du machst das, ne? Hi! Ich glaube an dich! Na, vielen Dank auch. Da denkst du, ich hab Bock auf den Boss? Müssen wir aber. Denkst du, ich will wieder hoch? Diese roten Kanister, die explodieren. Ja, das weiß ich. Die solltest du hauptsächlich nur für den Boss nutzen. Du wirst sofort rauserkennen, welcher von denen das ist. Ich habe ein Munitionsproblem. Ja, ich weiß, was du meinst. Fuck. Gib mir Muni. Hilfe. Hallo? Ich würde ihn gern treffen, danke. Eine hatte ich noch. Eine Kugel. Und die hat gesessen. Da ist der Boss. Ah! Er will mich. Jetzt wieder mich. Ja, solange er mich nicht will, alles gut. Sehr gut, würde er neben einer dieser Kanister mal stehen. Ach nee, das war noch gar nicht der richtige Boss. Boah. Du schaffst das, ich bin tot.
Ja, ich auch gleich, wenn es so weitergeht. Du hast einen Juice Booster, belebt mich. Da ist der Boss. Das ist der. Oh Gott, ich komm zu dir. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, danke. Ja, warum steht ihr alle bei dem? Du wirst gejagt. Ich hab keinen Juice Booster. Ich hab nur eine Rohrbombe. Die kann ich aber auch werfen. Auf dem Boden? Ich hatte eine Rohrbombe noch, bevor ich gestorben bin. Jimmy. Nee. Jimmy, der weiß, dass ich ihm gerade eben geholfen habe. Und hat mir jetzt dafür geholfen. Warum willst du mich? Ah! Erwähl mich, ich komme nicht weg. Help me! Oh Gott, ich bin so low. Ja, du musst die Körperteile kaputt machen. Bin dabei. Du musst auf diese Bläschen wieder schießen. Okay, der hat bei den Beinen noch was. Nein, ich habe keine Munition mehr für die Arizona. Nein, lass mich. Ich habe doch eh keine Munition, ich bin ungefährlich. Ich habe echt gar keine Munition gerade. Scheiße. Ich kann gerade nur zugucken. Aber ich kann einen von euch wiederbeleben im Notfall. Jetzt habe ich Munition. Help! Autsch. Ihr schafft das! Wir glauben an euch! Ist nur noch ein Arm. Ich schieße aber nicht auf den Arm. Jimmy, du schaffst das! Du hast den Schrumpf, du schaffst das. Ich glaube an dich. Jimmy, sei unser Held. Komm, Jimmy. Los, wir glauben an dich. Wir drücken dir die Daumen. Vor allen Dingen, ich bin der Einzige, der einen Juice Booster hatte. Jimmy. Oh, Jimmy, du bist unser Held. Jimmy, hier, du Ehrenmann. Warte hier, Jimmy, die Heilung hast du dir verdient. Ich hatte noch Jimmy, den Juice Booster, den habe ich Jimmy gegeben. Ja. Er ist unser Held. Ja. Jimmy, er hat den Boss vernichtet. Jimmy ist ein Ehrenmann. Ohne ihn wären wir aufgeschmissen gewesen. Ja. Er ist der wahre Let's Player hier. Ey, das hätte auch in die Hose gehen können. Ja. Ich habe auch das eben wieder entladen. Perfekt. Ne? Rein da. Ich habe eine Industriediskette bekommen. Ich habe gewonnen. Steht da. Wir haben es geschafft, Sunny. Juhu! Und das sogar auf Veteranenschwierigkeit. Ne? Ja, dafür Daumen hoch. 1% Genauigkeit, ja. Plus 2% Genauigkeit. Was haben wir freigeschaltet? Arizona, Maschinenpistole. Ja. Aber nicht dasselbe. Ich habe noch einen Kolb und einen Lauf bekommen. Einmal für Maschinenpistole und einmal für die Arizona. Zurück zum Hub. Ja, definitiv zurück zum Hub. Erstmal hier die Maschinenpistolen jetzt ausrüsten. Mhm. Beziehungsweise mal testen, wie die ist. Die Arizona ist ganz nett. Aber ich hätte viel lieber was, womit ich richtig rumballern kann. Vor allen Dingen an beiden Händen eine Maschinenpistole. Ein Chuck Norris-like. Schauen wir, um 3 Uhr. Wir haben doch bisher Fun. Noch ein Level? Nee, ich muss jetzt weg. Ich will trotzdem die Maschinenpistole erstmal testen.
Mach das, ich muss jetzt weg. Warte, teste ich doch auch noch eben kurz. Wir können auch noch Mission abgeben. Hallo. Luna, wir haben es geschafft. Jimmy hat uns gecarried. Ja, der Smasher, der hat uns erledigt. Vor allem, die können dann noch standardmäßig erscheinen, ne? Oh Mann. Viel Spaß. Ich glaube, wenn du ihn 3-4 Bomben hinterher jagst, dann ist er aber auch tot. Weil du ja alles triffst. Als nächstes geht's nach Chinatown. Mhm. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja. Ich warte hier gerade noch ab. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Nee. Aye, aye, Captain. So, jetzt will ich noch sehen, ob die Maschinenpistole gut ist. So, euch hänge ich hier an die Wand. Dann gucken wir uns die mal an. Ich glaube, ich hatte einen Griff bekommen oder so, aber nicht für die Maschinenpistole, also eine Falke, oder? Maschinenpistole. Was haben wir denn da alles? Den Standardlauf, Standardvisier. Irgendwo hatte ich doch noch was Neues. Ah, hier. Geklebter Kolben. Ah, das reduziert den Rückstoß. Man kann ja noch hinterher färben. Bitte schnappen Sie zu. Boah, ist die ungenau. Ah, die musste vorne festhalten. Okay. Ich versuche gerade rauszufinden, wo muss ich Dinge tun? So. Ich habe mir jetzt ein Laservisier drauf geknallt. Ah, hier den geklebten Schaft gönne ich mir einmal. Den ich gerade irgendwo hingeschleudert habe. So, das kann weg. Aber wie lade ich mit der nach? Ich versuche gerade rauszufinden, wie ich mit der nachlade. Also das Richtige. Ich könnte mich selbst abschießen. Wie lade ich die Dreckswaffe nach? Sunny? Hm? Magst du mir erklären, wie die Maschinenpistole funktioniert? Keine Ahnung, ich habe die noch nicht. Ich habe nicht genug Kohle. Ich kann mir die nicht kaufen. Ich kann dir meine geben. Muss nur in den Raum hier ganz hinten kommen. Kann ich die fallen lassen? Du bist doch gerade im ganzen Ammo-Raum, ne? Ja, ja, da bist du nicht drin. Du musst da wahrscheinlich einmal kurz rauskommen. Ich glaube, da kann man nicht zu zweit rein. Oh, sonst hätte ich dir die gegeben. Was muss ich tun, um die Waffe nachzuladen? Man kriegt halt nichts erklärt in diesem Spiel. Michael, Jimmy... Ich hab die Waffe in den Gang geworfen. Ah, funktioniert so nicht. Wie lade ich dich nach?
probiere gerade die Tasten. Töte 10 Abschäumer mit der Maschinenpistole, beende einen Run in 10 Minuten mit 100 Maschinenpistolen-Kills. Irgendwas mache ich noch. Ach, nee, 1000 Ach, im Boulevard mit der Maschinenpistole. Da ist so ein winzig kleines Ding, was du ziehen musst. Na gut. Ich bin jetzt wirklich weg. Ja. Ich guck mir jetzt noch den anderen Lauf von der Isona an. Mach das. Ich bin weg. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Ich bin auch nicht mehr lange hier. Wo hatte ich denn jetzt hier noch was? Das war die Benachrichtigung, dass ich jetzt solo hier bin. Ah, mehr Schaden. Komm, ich will zusammenbauen. Achso, das ist die falsche Waffe. Ich bin blöd. Das ist die Arizona. Ich Genius. So, das ersetzt das. Ja, damit kann man arbeiten. So, die nehme ich mit und die nehme ich nächstes Mal mit. Damit bin ich beim nächsten Mal bis an die Zähne bewaffnet. Die alten Dienstpistolen kommen in den Müll. Und dann würde ich sagen, machen wir hier für heute Schluss. Ich hoffe, dass jeder Spaß mit dem Stream hatte. Ich hatte es auf jeden Fall. Wir machen hier dann nächstes Mal weiter. Nächstes Mal geht es dann nach Chinatown. Ich sag hier ciao.